Stell dir vor, wir stehen kurz davor, eine transformative Schwelle zu überschreiten, die alles verändern wird. Lichtarbeiter auf der ganzen Erde haben schon sehr viel getan, und aber auch du. Wir gehören ja alle zusammen. Aber jetzt wird es erst so richtig interessant. In diesem Video erfährst du, was gerade geschieht und welche mächtigen Energien freigesetzt wurden. Und wir tauchen tief in die aktuellen Entwicklungen hinein und ich zeige dir, was in den kommenden Monaten und Jahren geschehen wird. Aber das ist noch nicht alles. Ich erkläre dir, was du persönlich tun kannst, um Teil dieser revolutionären Bewegung zu sein. Also bleib dran. Ich freue mich, dass ich dieses Thema heute mit dir besprechen darf. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirayana Kardinal. Ich bin Heilmedium und Buchautorin und ich habe dir unter diesem Video Links eingefügt für kostenlose Angebote von Smarana. Schau es dir einfach mal an und nutze diese Gelegenheit. Und dann möchte ich noch in eigener Sache sagen, dass wir ja am 29. und 30. Juni unser Smarana-Festival haben, an welchem wir zusammenwirken werden. Und zwar so effektiv und so tief in der Energie eingetaucht sind, dass wir ganz viel bewirken können. Und ich werde dir das auch heute erklären, was wir da machen. Und ich freue mich so sehr, denn ich werde ja auch deine persönlichen Fragen beantworten können. Ich bin in den Pausen da und auch abends. Ihr könnt mit mir sprechen und ihr werdet mich ganz persönlich erleben. Ich werde die 2 Tage lang channeln und wir werden viele Informationen der geistigen Welt bekommen, auch geheime Übungen, die dann erst dort uns gezeigt werden. Also es wird so spannend und ich freue mich sehr darauf. Ja, jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, was heute wichtig ist für uns, denn wir alle, die ganze Menschheit, die ganze Erde befindet sich ja an einem Wendepunkt. Ihr wisst es, seit der C-Krise sind wir in diese Wendeenergie hineingekommen. Aber es gibt eine so schöne Aussage, denn nur 5-8% der gesamten Weltbevölkerung, also so ungefähr 400 bis 640 Millionen Menschen, sind notwendig, um die unglaubliche Veränderung zu verwirklichen, diese Verschiebung in die andere Realität hinein. Und wie schon gesagt, Lichtarbeiter auf der ganzen Welt haben ja schon so viel erreicht und die ganzen Jahre gewirkt. Und wir sind jetzt tatsächlich an dieser Schwelle, wo es nicht mehr viel zu tun ist oder wo es nicht mehr so lange dauert. Und das ist so sehr spannend. Wenn wir jetzt die Weltbevölkerung anschauen, da gibt es sehr, sehr viele spirituelle Menschen. Und auf der ganzen Erde wird ja am Aufstieg gearbeitet. Und als wir inkarniert sind, sind wir ja nur deswegen inkarniert, um hier dabei zu sein und um unterstützen zu können. Ich erkläre dir jetzt, wie das geht. Und danach machen wir auch noch eine besondere Meditation, wo ich dich hinführe in diese Energien, dass du auch dabei sein kannst. Es kommt auf jeden Einzelnen drauf an. Jeder ist enorm wichtig. Und vielleicht kennt ihr Rupert Sheldrake. Das ist ein spiritueller Meister, sag ich mal, ein bekannter Mann, der die morphogenetischen Felder entdeckt hat. Und morphogenetische Felder sind das, was sich also als Energietunnel über die Erde erstreckt, wo Informationen ausgetauscht werden und wo wir auch Gefühle und Wünsche hineinschicken können und auch ganz viel Wissen erhalten können. Und dieser Sheldrake hat beobachtet, wie also das Verhalten der Bewusstseinsenergien in diesem unsichtbaren Feld gespeichert werden und wie diese durch unsere Gedanken beeinflusst werden können, diese Bewusstseinsfelder. Und da kommen wir nämlich zu dem Punkt, diese Bewusstseinsfelder sind ja mit uns, mit unserer Energie verbunden. Und wenn wir positive Energien, wenn wir die Ideen des Aufstiegs, ja, die 5. Dimension dort einfließen lassen, wird dieses Feld so stark und kann die ganze Entwicklung der Erde beeinflussen.
Ganz plötzlich kann da eine Veränderung entstehen. Es liegt an uns, dass wir uns darauf konzentrieren und uns damit verbinden. Wir werden das auf dem Smarana-Festival üben und intensiv machen. Also alles, was wir an neuen Werten und Lebensweisheiten haben, senden wir in dieses Feld. Und auch eine Gruppe, eine gut verbundene Gruppe, und wir sind ja hier auch auf YouTube eine gut verbundene Gruppe. Ich hole euch die Energien runter und wir sind sehr verbunden über die Herzensenergie. Und das wird eine Veränderung der Gesellschaft bewirken. Je mehr wir sind, umso intensiver wird es werden. Und wir werden unsere Energien wieder auf das nächste Level erhöhen. Wir werden ständig in diese Erhöhung gehen, um dann auch intensiv mit den Energien im Hologramm wirken zu können. Wichtig ist es, und jetzt erkläre ich euch, was ist mit diesen 5-8%, wie kommt man jetzt überhaupt auf so eine Annahme, dass also das wichtig wäre. Früher hat man gesagt, kritische Masse. Und man hat auch gesagt, 144.000. Das ist nicht mehr passend. Jetzt geht es ja um alle Menschen auf der Erde. Deswegen ist diese Zahl, diese Prozentzahl auf die ganze Erde angewendet, bringt dann eben diese 400 Millionen oder 640 Millionen Menschen. Da dazwischen irgendwo wird es die Veränderung geben. Wichtig ist, dass wir aber vorher aus den Angstfeldern der Matrix hinausgehen. Ich habe hier, das wollte ich euch zeigen, das ist etwas mit einem kleinen Büchlein und einer CD, wo du das lernst, wo du ganz einfach aus der Matrix rausgehen kannst. Das ist die Grundvoraussetzung, dass die Angst uns nicht mehr erreichen kann. Und auch die Ungeduld und auch Bemerkungen, ach, es dauert so lange und ich glaube es gar nicht mehr. Und weißt du, diese Verzweiflung, diese Energien dürft ihr nicht an euch ranlassen, sondern immer wirklich weiter arbeiten an der Energieerhöhung. Dann wird sich alles ändern und sich mit der Erdenergie verbinden. Die Erde hat ja auch noch ein magnetisches Erdgitternetz, was sie umgibt. Und da werden wir auch nachher damit arbeiten, dass wir dort unsere Liebe und unser Licht hineinsenden. Denn das ist ganz wichtig, um die Erde im Gleichgewicht zu halten. Die Erde braucht uns und wir brauchen die Erde. Und durch dieses Gleichgewicht kommen wir selber auch ins Gleichgewicht. Und jetzt wird's spannend, jetzt wird's ganz spannend. Denn die Energien wirken auf unsere Zellen, die wirken in unserer DNA. Und wenn wir das erreicht haben, dann sind wir wirklich ganz kurz davor. Also ist es wichtig, dass sich unsere Chakren umändern auf die neue Energie, anpassen auf die neue Energie, dass sich unsere DNA anpasst auf diese neue Energie. Und je enger wir damit verbunden sind, umso intensiver und schneller wird es gehen. Wir bekommen ja schon die ganze Zeit Uploads, Downloads von diesen Energien. Wir sind ja wirklich von der geistigen Welt betreut. Ja, wir sind ja da verbunden und auch durch mich kommen viele Channelings und auch jetzt zum Beispiel das Bewusstseinstraining mit der Zirbeldrüse. So wichtig, wer sich dafür interessiert. Schaut einfach mal auch hier auf die Produkte. Und das neue Produkt, die Zeitlinienheilung, ist ein so wichtiges Werkzeug, um eben diesen Aufstieg leichter zu ermöglichen, schneller zu ermöglichen. Ganz wichtige Dinge. Und wenn wir uns diesen Sachen widmen und dann an das Erdgitternetz denken und uns mit ihm verbinden, dann beginnt unser Lichtkörper zu vibrieren. Und das Erdgitternetz wird vibrieren. Und aus dieser Vibration entsteht noch einmal eine Energieerhöhung und dann sind wir tatsächlich in der fünften Dimension. Und diese Wege, die werden wir zusammen gehen. Ich bin da, ich werde euch immer wieder wichtige Botschaften bringen. Und am Smarana-Festival werden wir intensiv zusammen üben und da eintauchen in diese Energie. Und das werdet ihr alle mit nach Hause nehmen. Ihr werdet ein Teil davon sein. Und wenn wir das zu Hause dann immer weitermachen, dann wird es geschehen und zwar schneller. Weil
es ist ja auch unser Ansinnen, dass hier auf der Erde diese Kriegsenergien und diese ganzen negativen Dinge und all diese Korruption, was da geschieht, dass das endlich mal aufhört. Und das hört nur auf, wenn wir aktiv als Lichtarbeiter arbeiten. Und darum geht es. Und dann wird es alles werden. Und die Zeit ist jetzt. Die Zeit ist jetzt. Sei dabei. Komm entweder zum Webinar oder komm zum Smarana-Festival. Tue was, helfe mit. Denn wir sind eine so wundervolle Gemeinschaft. Wir haben so viel Kraft, wenn wir uns zusammentun. Und darum geht es, die Kraft zu ballen und zu wirken. Jetzt lade ich euch ein zu einer tiefgehenden Meditation. Und wir werden mal gucken, was kommt. Mit dem Erdgitternetz bestimmt eine Energieübertragung bekommen. Und ich freue mich, wenn du da mitgehen kannst, wenn du einfach, sag ich mal, dich fallen lässt in die Energien. Du musst gar nichts machen. Es reicht, wenn du dich fallen lässt. Und ich sprühe mich jetzt noch ein mit den klaren Gedanken. Ganz wichtig, die klaren Gedanken und auch den Auraschutz. Das ist auch ganz wichtig. Und ich mache das so für mich immer gerne. Ihr müsst das ja gar nicht machen. Das ist für jeden freigestellt. Und jetzt werden wir gleich beginnen. Geliebte Menschen der Erde, geliebte Herzensmenschen, voller Freude darf ich jeden Einzelnen heute begrüßen, mit mir zusammen in die wundervolle Energie des Lichtes, des weißen Lichtes einzutauchen. Und so nimmst du jetzt einen tiefen Atemzug von dem weißen Licht, was zu dir fließt, was aus dem Universum zu dir fließt und dich da berührt, wo es wichtig für dich ist. Versuche nun, dich mit diesem Licht auszudehnen, dieses Licht durch deinen ganzen Körper fließen zu lassen und so in die Schwingung des Lichtes hineinzukommen. Licht und Liebe, das sind Energien, aus denen du gemacht wurdest. Und so fühlst du vielleicht die große Einheit, die Einheit aller Lichtarbeiter, die heute zusammengekommen sind. Und so fühlst du vielleicht sogar die Kraft der Veränderung, die dieses Wirken bewirken kann. Und so dehne dich mit diesem weißen Licht aus und fühle deine Kraft, deine Stärke. Spüre deine Lichtstruktur und sei eng verbunden mit allem, was ist, mit deiner Seele und deinem Herzen. Und jetzt bitte ich dich, deinen Fokus auf die Erde zu richten, dich mit Mutter Erde zu verbinden. Dies geschieht über dein Herz, über den Herzensstrahl des weißen Lichtes, den du nun auf die Erde sendest. Und vielleicht spürst du im gleichen Augenblick, wie Mutter Erde dir Liebe zurücksendet. Und wenn du nun so tief verbunden bist, spürst du vielleicht auch das Erdgitternetz, die magnetischen Energien, die hier schwingen. Und spürst, dass auch du selbst mit diesen magnetischen Linien des Gitternetzes verbunden bist. Diese Verbindung ist wichtig, denn sie unterstützt dein Denken, dein Wirken, deine Taten. Und alles, was hier geschieht, geschieht in Liebe. Es geschieht in Liebe
der größten, vollkommensten Kraft des Universums. Und so fühlst du diese wundervolle Energie. Und vielleicht spürst du jetzt auch die anderen Lichtarbeiter an deiner Seite, wie sie hier sind und ebenfalls mit dem Erdgitternetz verbunden sind. Und so lass deinen Herzensstrahl in die Mitte fließen, um zu fühlen, wie alle Herzensstrahlen zusammentreffen und sich eine große, weiße Lichtenergie bildet. Diese weiße Lichtenergie bewirkt eine Energieerhöhung in dir selbst. Und wenn ihr nun euch alle die Hände gebt, euch energetisch über die Hände verbindet, auf dieses große weiße Licht blickt und mit eurer Gedankenkraft dieses Licht auf die Erde sendest, sodass es in das Erdmagnetfeld hineinfließt, helft ihr der Erde, noch mehr in ihre Kraft zu kommen und gleichzeitig auch helft ihr anderen Menschen, das Licht zu erkennen. Und so gebe ich nun euch ein wenig Zeit, um dies alles zu tun. Lasst das Licht fließen. Seid der Fluss des Lichtes selbst. Seid die Liebe selbst. Und wenn du das Gefühl hast, dass genügend Energie geflossen ist, dann darfst du auch deinen Fokus wieder auf dich selbst richten und erkennen, dass auch bei dir sich etwas verändert hat. Und was wichtig für dich zu wissen ist, dass du jetzt deine Energie erhöht hast und deine Strahlkraft sich verstärkt hat. Und diese Strahlkraft ermöglicht es anderen Menschen, das Licht zu erkennen. Diese Strahlkraft wird andere Menschen dazu bringen, nachzudenken und den Weg in die fünfte Dimension zu beschreiten. Du bist wichtig mit deinem Licht und jeder, der heute hier war, bringt dieses Licht auf die Erde, bringt die Erwachensenergie, verstärkt die Liebe und die große Veränderung kann dadurch geschehen. Und so schwinge im Licht, schwinge in der Liebe, spüre die Einheit, spüre die Nähe Gottes. Spüre die Nähe der lichten Wesen, der Engel und der Sternenfreunde. Spüre die Grenzenlosigkeit des Universums und wisse, dass deine Mission auf der Erde gesegnet ist und dass jeder Gedanke von dir wichtig ist. Und so sende ein großes Dankeschön in die Runde und spüre die Freude, die jetzt in dir entsteht für all das, was du getan hast und was du weiter tun wirst. Und dann komme langsam wieder in dein Hier und Jetzt zurück, bewege Hände und Füße, öffne die Augen und sei wieder ganz hier.
Es war sehr schön aufbauend. Und ich konnte die Energie von euch allen wahrnehmen. Ich konnte die Erde wahrnehmen. Und ich weiß, es wird alles gut. Wir zusammen sind kraftvoll und stark. Wir bewirken das. So darf ich dich umarmen und freue mich, wenn ihr alle zum Festival kommt, damit wir weiterwirken können. Liebe Grüße. Need to.